Wir alle kennen noch so die einfachen Dinge, die die Großmutter gemacht hat. Sie wissen eh, jetzt kommt zwar die warme Jahreszeit, da ist das Problem nicht mehr so da, aber in der kalten Jahreszeit, wenn du merkst, der Hals kratzt, der Schnupfen zieht auf, wenn man es früh genug merkt, Lindenblütentee, Löffel Honig rein, der Lindenblütentee lässt dich schwitzen, also der erzeugt ein Klima, in dem Krankheitserreger nicht gut vorankommen und dann, wenn es früh genug erwischt, kannst du es abwehren. Oder jetzt im Frühling, wenn Sie jetzt im Frühling, genau jetzt, rausgehen und irgendwo im Wald eine Birke finden, dann pflücken Sie das frische Laub, eine Handvoll, und machen Sie aus diesem Laub zu Hause einen ganz normalen Tee, einen Krug. 10 Minuten ziehen lassen, abseihen, der kann ruhig kalt werden. Und trinken Sie den ganzen Tag diesen Tee statt dem gewohnten Getränk. Das ist eine Verjüngungskur ersten Ranges. Regt die Zellneubildung an wie sonst nichts. Das sind lauter alte Hausrezepte. Ganz, ganz einfache Dinge. Oder was ich mir früher nie ertraut hätte. Ich hätte mich das nie zu sagen getraut. Ich hätte Angst gehabt, dass mich einsperren, wenn ich sowas sage. Aber da ist auch der Opa schuld. Wie wird der Opa, der Opa, bitte, müsst ihr euch vorstellen, ist vom Krieg heimgekommen, hat Arbeiten angefangen und hat bis zu seinem 87. Lebensjahr, da hat er dann aufgehört, weil die Oma krank geworden ist, dann hat er sich um die Oma gekümmert, keinen Krankenstandstag gehabt. Kein Tag Krankenstand. Der Opa war, ich weiß nicht, nicht einmal meine Pferde sind so gesund. Aber die letzten Jahre hat er zittern angefangen, die schwere Arbeit. Die Zimmerleute früher, der hat ja keinen Kran gehabt, der hat das ganze Leben die Balken. Und da hat er einfach zittern angefangen. Und eines Tages ist es gekommen, wie es kommen musste, war er schon über 85, mehr nach dem 85. ist er mit seiner Zitterei in die Abrichthobelmaschine rein und hat sich da den Ballen weggehobelt. Sagt einfach und weg. Und kommt drauf und sagt, Mutter, schau, jetzt habe ich mir weh, da tun wir was um. Und wir haben das gesehen und haben gesagt, Opa, sofort ins Krankenhaus. Da sagt er, nein, ins Krankenhaus geht ja nicht. Und keine Chance, wir hätten ihn nicht ins Krankenhaus gebracht. Dann hat er vor meinen Augen eine Büchse geholt mit Lerchenharz. Bei einem hat das geheißen Lerchbech. Dann hat er sich auf die klaffende, stark blutende Wunden das Pech drauf da und ein weißes Tuch, von einem Leimtuch, einen Fetzen runtergerissen und sauber und den umgewickelt. Bitte, nicht zur Nachahmung empfohlen. Nicht, dass ich glaube, ich komme jetzt, um Ihnen das zu empfehlen, aber ich möchte es erzählen, wie ich es erlebt habe. Und der Fetzen ist oben geblieben. Und nach 14 Tagen war ich auch dabei, wie er einen Oberton hat. Und hat den Fetzen Oberton, das ist alles verklebt mit Lerchenharz und Blut und schrecklich. Und hat das runtergeschnitten und da war so ein Handballen wie meiner. Das war weiße, neu gebildete, gesunde, saubere Haut. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Es gibt nichts, was antibakterieller und pilzsporentötender ist wie Lerchenharz. Sie können jede orange Salbe und was im Krankenhaus auf die Wunde kriegen, dagegen vergessen. Nichts ist so wirksam. Gar nichts. Wie wir das Buch geschrieben haben, das nächste Woche erscheint, habe ich zum Max Moser gesagt, du Max, ein Kapitel möchte ich unbedingt drinnen haben. Das Buch ist so entstanden, ich habe es geschrieben und er war die wissenschaftliche Redaktion. Ich sage, Max, bring mir alle Studien, die es gibt zum Thema Holz und Hygiene. Weil in meiner Kindheit war Holz im Lebensmittelbereich allgegenwärtig. Überall. In der Dorfmetzgerei hat die Metzgerin das Fleisch abgeschnitten, den ganzen Tag am Holz, das ist alles über das gleiche Holz drüber geschoben worden. Beim Bäcker war Holz, die Mama hat einen Nudelwalger aus Holz gehabt und einen Kochlöffel und die Bäuerin hat einen Butterkübel, ein Butterholz, Holz überall, in der Käserei, es war überall Holz. Und dann in den 70er Jahren und 80er Jahren hat es plötzlich geheißen, Holz ist unhygienisch, Plastik kommt. Die Tupper-Partys haben begonnen. Plastik, überall. Und man hat überall Plastik eingesetzt. Und ich war selbst bei Ausschreibungen von Krankenhäusern dabei,
wir wollten Holzböden und Holzoberflächen rein und außer in Norwegen durfte ich bislang in keinem europäischen Land ein Krankenhaus mit Holz bauen. Mit dem Argument, es ist unhygienisch. So, und wieder gesagt, ich möchte das nicht romantisch, ich will das wissenschaftlich sauber abgearbeitet haben. Klinische Testreihen, jetzt mache ich es auch kurz, weil die Zeit läuft uns ja davon. Klinische Testreihen. Man hat genommen Kunststoff, diese ganz normalen Plastikbretter, was man halt verwendet in der Lebensmittelindustrie, Glas, Metall, Fliesen, Keramikoberflächen und verschiedene Hölzer. Und man hat auf all diesen Oberflächen den Zustand simuliert, der passiert, wenn die Grippezeit umgeht und wir uns gegenseitig anstecken, dann hust du und mit deinen ganz feinen Tröpfchen werden die Bakterien verschleudert. Und solche Ladungen hat man da auf die Oberflächen landen lassen. Ganz kleine Tröpfchen mit Keimen und Bakterien geimpft. Und ich sage, jetzt schauen wir, was passiert. Nach 2 Stunden war auf all diesen Oberflächen ein fröhliches Treiben bei den Bakterien zu sehen. Die haben sich sehr wohl gefühlt. Nur beim Holz hat ein Massensterben begonnen. Ein Massenbakteriensterben. Nach einem Tag waren die Holzoberflächen alle keimfrei, restlos keimfrei. Die Kunststoffoberflächen haben 8 Tage gebraucht. Unglaublich. Dann hat man gesagt, okay, das ist, wenn wir nichts tun. Aber im Krankenhaus sind wir ja sauber und da gibt es ja einen Riesenaufwand und Desinfektionsmittel überall. Dann ist man hergegangen und gesagt, wir reinigen die Oberflächen mit Desinfektionsmittel, dass Desinfektionsmittel noch drauf ist und geben dann die Bakterienladung drauf. Dann ist am Holz 4-mal so schnell weg wie auf Kunststoff, Glas. Müssen Sie sich noch vorstellen, Glas. Das Sauberste, was man sich vorstellen kann. Plastik. Ich sage es gleich, das Schlimmste bei allen Tests war Keramik. Also das Grauslichste, was man machen kann, ist in der Fleischverarbeitung einen Raum verfließen. Das Grauslichste, was es gibt. Und das Zweitgrauslichste war Plastik. Wir kennen heute alle, jeder Mediziner, jeder Arzt im Krankenhaus kämpft verzweifelt gegen diese krankenhausresistenten Keime. Und wir starten mit verbissener Konsequenz alles mit Kunststoff aus. Toll, gell? Wissen Sie, was am Holz passiert? Das Holz ist so ein intelligentes Material, das ist ja bitte, im Holz steckt ja 350 Millionen Versuchserfahrung. Seit 350 Millionen Jahren hat die Natur dieses Material optimiert. Und wenn auf dem blanken Stamm des Baumes Keime und Bakterien auftreffen, wenn der Baum eine Rindenverletzung hat, ist das ja der Worst Case. Da würde ja Fäulnis entstehen und der Baum zusammenbrechen. Das will die Natur nicht. Wissen Sie, wie alt die ältesten Bäume der Welt sind? Die lebenden, ältesten Bäume. Wissen Sie nicht? Der älteste Baum der Erde ist eine Fichte mit 9800 Jahren. 9800 Jahre. Toll, gell? Also wenn man ein Material, eine organische Substanz so lang leben lässt, dann muss man die intelligenteste Technologie zur Keimabtötung entwickeln. Und da gibt es eine Doppelstrategie, die heißt, sofort, wenn der Keim auftrifft, das Erste, wir entziehen ihm die Nährstoffgrundlage, sofort. Die Holzzellen, jeder Krankheitskeim braucht Feuchtigkeit. In der Dürre ist aus mit ihm. Die Holzzellen legen den sofort trocken. Sie saugen ihm das Wasser dem Keim unter den Füßen weg. Und auf Plastik, auf Keramik, überall bleibt das bestehen. Relativ lange. Und beim Keramik ist eben das Problem, die hat die Fliesenfugen. Die Fliesenfugen ist wie ein Nährboden. Und, aber das ist zu wenig und da wird es so spannend. Und parallel dazu hat jeder Baum eine andere chemische Substanz, die antibakteriell und pilzabtötend ist. Und das Wirkungsvollste von all dem hat die Lärche gemacht, das Lärchenharz. Das Wirkungsvollste. Sehr wirkungsvoll ist auch die Gerbsäure der Eiche. Also wenn Sie jemanden kennen, der Hautprobleme hat, so Neurodermitis, Schuppenflechte oder sowas, gibt es ja immer häufiger, dann sagen Sie einem, er soll sich eine Eichenrinde besorgen,
und einen großen Topf, einen starken Tee, wie einen starken Tee, also richtig so eine Handvoll Eichenrinden rein, mit heißem Wasser überbrühen und gescheit lang ziehen lassen. Und den ganzen Sud dann in eine Badewanne geben. Und da soll er sich einmal eine Stunde reinlegen. Der wird sich danach wie neu fühlen. Weil diese Substanzen so wirksam sind. Und die Holzoberfläche ist nicht nur das, was unser Herz langsam schlagen lässt, sie ist auch das Hygienischste, was es gibt. Toll, gell? Bäume reden mit uns Menschen. Sie berühren unser Inneres, unser Herz, unsere Seele, aber nicht nur unsere Psyche, sie lassen das EKG. Sofort zeigen sie am EKG, wie sie unser Organismus verändert. Sie machen unser Leben hygienischer, sie geben uns von diesen Lebenskonzepten, die sie selbst haben, etwas ab.